Moinsen, liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal zu einem kleinen Filmupdate. Es ist wieder ein bisschen was geworden. Die Filme habe ich jetzt schon rund um 2 Wochen oder so. Ja, heute kommt mal das Update-Video. Ja, fiel mir jetzt gerade nicht ein, Update-Video. viele YouTuber haben jetzt tatsächlich schon das exklusive Dragonheart Mediabook reingehalten. Ich habe mir jetzt einfach mal die 5er Movie Collection geholt von Dragonheart. Ja, ich finde den ersten Teil ganz gut. Ich kenne auch nur den ersten Teil mit, wie hießen der jetzt noch? Siehst du, ist wieder voll Panne. Weiß ich schon wieder nicht, wie der heißt. Fällt mir nicht ein, aber so sieht die Box aus. Und wie gesagt, die anderen Filme kenne ich alle nicht. Ich kenne nur den ersten Dragonheart und ich habe den Film sehr schön in Erinnerung. Dennis Quaid. Ja. Dennis Quaid. Mensch. Manchmal hat man das. Ey, aber. Aber so eine Hülle, ne? Könnt ihr das sehen? Die kann man so zumachen. Zack. Und zu sind sie. Ah, es hält total beschissen. Ist ja schön und gut, wenn die hier mal ein bisschen rumexperimentieren, aber das hält kein Stück. Ja. Es gab auch noch eine Blu-ray da von allen 5 Teilen, aber da war was abgebrochen drinne und das klickerte hin und her. Und dafür 25 Euro? Nein. Ja. Auch wenn die Filme dennoch drinne sind, aber dann hast du das Cases beschädigt und nee, da habe ich lieber mal bei der DVD zugeschlagen. Ich bin gespannt auf die anderen Teile und auf den ersten Teil natürlich. Dann habe ich natürlich noch eine Blu-ray gekauft. Pam Grier, Foxy Brown. Den kenne ich tatsächlich auch nicht. Digital Remastered, ich habe auch schon mal, ich habe noch gar nicht gewendet. Hier mit Wendecover, ihr seht es, ne? Hässlicher Flatschen. So. Und dann wenden wir mal. Pam Grier hat tatsächlich ziemlich viele Filme gemacht. Ist mir gar nicht so bewusst geworden. Oder ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe sie eigentlich nur, der erste Film war der von Tarantino. Die Jackie Brown, genau. Pam Grier. Und natürlich noch in Out of Justice mit Seagal. Genau. Da war sie ja auch noch 1988, genau. Und dieser Film stammt aus dem Jahre, so, die Raubkatze, Coffin Baby. Coffin Baby, das sagt mir auch irgendwas. Hier steht das nicht drauf. Ist von MGM, Studio Hamburg, Sprache Deutsch 2.0, Englisch 5.1. Das ist schon wieder schade, ne? Da hätte ich mir doch die deutsche Tonspur auch in 5.1 gewünscht. Ah, man kann nicht alles haben. Hauptsache, MGM hat hier gute Arbeit geleistet bei dem Bild- und Tonmaterial. Da bin ich zufrieden. Preis war akzeptabel für neu. Sehr schön. Jackie Brown. Jackie Brown. Pam Grier in Foxy Brown. Dann ein Film, den ich zumindest 2 oder 3 Mal im Fernsehen gesehen habe. Lautlose Killer, also Outbreak mit Dustin Hoffman und Morgan Freeman und René Russo, die aus Lethal Weapon. Ne? Hier handelt es sich um einen Virus durch ein Tier,
glaube ich. Wird er nicht von irgendeinem Affen gebissen und der überträgt den Virus weiter? Irgendwie war das so, ne? Ich habe den Film auf jeden Fall gut in Erinnerung. Hier haben wir leider kein Wendecover. Sehr, sehr schade. Von Warner Brothers. Auch das FSK ist fest eingebrannt hier. Kein FSK-Aufkleber drauf. Sehr schade. Auch sehr, sehr bekannte Schauspieler mit dabei. Den kann ich durchaus empfehlen. Dann haben wir hier noch der neueste von Liam Neeson, Honest Thief. Ja. Liam Neeson, ja. Er bringt immer seinen gleichen Kram und ich glaube, es ist auch echt mal an der Zeit, glaube ich, wo er auch mal aufhört, weil so langsam nimmt man ihm das nicht mehr ab. Hier im Film ab 12, 96 Hours Taken wird natürlich geflext hier in den Titeln. Ja. Na, keine Ahnung. FSK 12. Muss ich gucken, wie der ist. Ne? Auf jeden Fall, ich werde berichten. Ich werde berichten. Dann, ja, frisch vom, naja, was heißt frisch vom Index gestrichen, die Todeskandidaten mit Steve Austin, endlich runter vom Index, ab 18, und das Steelbook für 5,55 €. Ist das nicht geil? Frisch vom Index gestrichen, hier steht es auch nochmal drauf. Ja. Da musste ich zugreifen bei dem Ding. Und so sieht das Schmuckestück aus. Ja. Dann kann meine alte Index-DVD weg. Die Spio. Die hatte ich sowieso nur von der Videothek. Und hier haben wir die Disc. Ja. Und hier haben wir Steve Austin. Und wie hieß denn jetzt der andere noch? Genau. Fällt mir nachher bestimmt auch wieder ein. Kann ich hier leider nicht so gut einfangen. Momentan fallen mir hier die Schauspielernamen nicht ein. Das ist Vinnie Jones. Guck mal hier, jetzt fällt mir das wieder ein. Vinnie Jones. Und Steve Austin. Ja, schick. Und dann haben wir uns, oder da habe ich mir natürlich Maniacs in Love, den habe ich mir wieder in die Sammlung geholt. Ich weiß, ich hatte mal die Hardbox davon. Die habe ich ja leider in ein Mystery-Paket gepackt und hat zwar an den Cinemanuel geschenkt, obwohl ich den Film eigentlich recht gut fand und ich habe ihn mir jetzt einfach in der Keepcase-Version wieder geholt und von Alive und ja, ich fand den Film schön, ne? Hat wieder ein bisschen was von, ja, wie hieß denn das, Mickey und Mallory oder Bonnie und Clyde, weißt du? Er verliebt sich halt Mädchen im Knast und die beiden brechen ihn aus und ja, ein bisschen blutiger Kram passiert da, ne? Hatte auch mal eine BioJK-Freigabe. Ja. Ja, geht ein bisschen ab, der Film. Also Maniacs in Love, ne? Also der Film heißt nur Maniacs. Aber ich kann den echt gut weiterempfehlen. Gibt es, glaube ich, auch keine Blu-ray von. Auf jeden Fall, ja, das war das kleine Update heute. Ich hoffe, euch hat das kleine Update Spaß gemacht und ich wünsche euch einen schönen, entspannten Abend und ein wunderschön sonniges Wochenende. Ciao, euer Flohmarkt Master Pit.